Shazam! Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ich bin der Cherry Ferry LP und welch Transgender-Ungeheuer uns heute hier erwarten. Da fahren wir, wenn wir hier mal durch die Wand sind. Fuck! Haltet es von mir fern! Spider! So. Ich kann mich jetzt rechts heilen. Okay. Tötet es! Tötet es! Okay, verdammt. Es wäre links gewesen. Aber nee, Jet. Hab's doch gleich hier. Hilf mir! The bitch is down. Frostgift, nicht schlecht. Ich werde mich hier erstmal umsehen. Fick dich, halt's Maul, jetzt Spinner, Alter. Ich leg dich um, du Bastard. So. Will noch mal wissen, wie das jetzt hier mit meiner Heilung geht. Alles klar. Okay. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass linker Mausbutton rechte Hand ist. Das muss ich, muss ich mir mal noch behalten, irgendwie. Wohin durchsuchen? Gut. Alter, der nervt. Kann ich ihn nicht einfach erschießen? Das dürfte doch ziemlich denselben Effekt haben. Mi, 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 mi. Mumifiziert die Leiche. Warum hast du dich überhaupt von dem Wix-Vieh einspinnen lassen? Zwar voll easy, zwei Heal-Tränke, ja. Helf mir hier raus! Noch Probleme. Helf mir! Spinnengeschnetzel, Alter. Yeah! Mumifizierte Leichen. Und da hat ein Dietrich, das wollte ich noch haben, verdammt. Ihr, hier drüben. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Abel der Flinke. Moment. Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Mhm. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen? Ihr müsst mich erst losschneiden. Ich glaube, der... Okay. Es lockert sich. Ich kann es spüren. So flink war Abel der Flinke dann wohl doch nicht. Danke hierfür. Danke hierfür. Pelzscheiße. Fuck off, Alter. Bunch of crap. Habe ich jetzt schon eine neue Stufe? Eigentlich immer noch nicht, aber bald. Bald steigen wir wieder auf. Sozusagen Aufstieg des Bösen. Einbalsamierungswerkzeuge. Okay. Dinge wurden hier mumifiziert. Verstehe. Urne leer, was mache ich? Erstmal nachgucken, ob was drin ist. I'm the most intelligent being there will ever be. Oh man, die Geldbegräbnisse und man. Au. And what did hurt me? It's a mystery.
So, gut. Suche ich hier mal weiter. Es ist eine Loot-Party, Ladies and Gentlemen. Einfach nur eine Loot-Party. Oha. Die gestört wird. Jetzt bin ich versteckt. Die sind aber ein bisschen weak, die sind schon ein bisschen tot. Wie ich den durch das Schild einfach kaputt kloppen kann, das ist so lustig. Oops, what did I do? Ah. Ich kann lang E drücken, dann kann ich die rumtragen, ich verstehe. Alte Nordkriegsaxt, Schaden 14. Aber auch schwerer. Naja, okay, gut, ziemlich lustig. Ich kämpfe hier halt auch mal gegen Mumien. Das ist schon ein bisschen Tomb Raider-Style. It looks like a trap to me. Kann ich hier die Toten eigentlich looten? Nein. Ich denke mal, hier kommt gleich der nächste Fight. Okay. Den konnte ich mal mähen, bevor er irgendwie die Waffe überhaupt ziehen konnte. Eigentlich auf 27 hoch. Sehr gut. Die konnten mal gar nicht viel gegen mich ausrichten. Den habe ich gut gegeben. Nordpfeil macht Schaden von 10. Dann sind es aber wieder zwei Sorten. Nee, leck mich. Ich habe einen Pfeil im Helm. Vertikal drin, legendär. Altes Nordschwert, es hätte Style, ja, es hätte so Style, aber es macht nicht genug Schaden. Da finde ich meine Kolben eigentlich echt richtig legendär im Vergleich dazu. Da oben ist noch eine Truhe, Leute. Da ist er noch hin. Na? Oh. Erster Dietrich tot im Spiel. Zweiter Dietrich tot im Spiel. Aber jetzt haben wir es. Can only get better. Die Rollen kann ich hoffentlich teuer verkaufen. Damit mache ich bestimmt genug Geld für mein Pferd. Ich war mal gut in solchen Dingen. Tomb Raider Zeiten, warte, ich hab meine neue Stufe, verteile ich noch eben. Gesundheit. Dann gehen wir demnächst, glaube ich, auch mal wieder Richtung Ausdauer. Angriffe schneller. Ich nicht. Muss ich das jetzt nehmen hier? Oder eigentlich das hier weiter verbessern? Erfordert viel... Ah, ich brauche ein höheres Level. Ich verstehe. Mächtige Angriffe mit Einhandwaffen verbrauchen weniger. Alles klar, gut. Mal das.
Okay, ich muss also auch verschiedene Level erst erreichen dafür. Da brauche ich Level 30, das geht also bald. Das geht erst bei Level 40, okay. Das geht bei Level 30, also bei Stufe, wo der Entwicklung des Skills. Ach, ich verstehe. Das ist ziemlich cool. Gut, speichern wir mal nochmal. Sup, 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 sup. Naja, war doch fast ganz gut. Der Lampenschirm. Okay, gut, was geht, Bro? Brems. Hat er mal auf die Goschen gekriegt. Ist das jetzt Benzin eigentlich oder Wasser oder? Ah, hi, Bro. Schwere Rüstung verbessert. Schwere Rüstung und Einhandwaffen ist echt irgendwie... Wow, 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 fuck, das wollte ich nicht. That's not what I wanted to do. Ich wollte nicht einfach die Waffen nehmen hier. Weg damit. Der einzige Eisenpfeil wird mich jetzt auch nicht retten. Die anderen zwei kommen. Okay. Ich bin ja ein richtiger Wirbelwind. Textbit ist viel schneller, das ist schon brutal. Ich glaube, so leicht wie es hier jetzt gerade für mich ist, soll es eigentlich gar nicht sein, aber ich kriege hier gut Gold. Insofern ist mir das egal. Heilen kann ich mich ja auch selber. Während der Bewegung sogar. Von daher. Was willst du tun? Ist doch alles cool. Safe Stand Nummer 40. Okay, goldene Klaue haben wir ja. Wir müssen jetzt bloß an das richtige Grab hinein. Ach, du nerviger kleiner Kasper. Und bam. Das sieht wertvoll aus. Auch Rikalumbarren. Eisenschild, nicht schlecht. Stahlpfeile waren das jetzt die ich habe. Ja. Nehme ich dann gerne. Behärteter Eisenschild. Bis jetzt bin ich halt dual-wield, was halt irgendwie so voll mein Ding ist. Mal gucken, ob wir dabei bleiben. Wenn ihr was anderes empfehlen könnt, immer gerne in die Kommentare damit, immer gerne in die Kommentare. Okay, gut. Es wird also Zeit. Muss ich hier nicht noch irgendwo hin? Hier nicht noch mehr, ich muss mich hier nochmal umsehen. Tut mir leid an alle, die jetzt gerade cringen, weil ich habe einfach nur so ein unterschwelliges Gefühl, ich hätte was vielleicht vergessen, aber ich glaube, das ist kein richtiges Bauchgefühl, sondern so ein komisches Kopfgefühl. Und Bauchgefühl ist dem, dem man trauen soll, Kopfgefühl halt nicht. Insofern bleiben wir jetzt einfach mal philosophisch hier dabei. Schauen, wo es uns hinführt. Pardon.
denke, dass hier jetzt eigentlich irgendwelche Tiere uns Gesellschaft leisten dürfen. Was haben wir hier? Schimmerpilze. Ich muss auf jeden Fall rausfinden, wofür die Pilze gut sind. Als Pilzjunkie ist das meine Aufgabe. Sammeln. Noch mehr zum Sammeln. Nee. Okay. Auf jeden Fall interessante Pilze, die schimmern. Rolle des Feuerballs. Okay. Ja, die Rollen sollte ich einfach mal mitnehmen. Allein schon wegen dem Wert. Die kann ich bestimmt schon irgendwie verkaufen. Schimmerpilz. Okay, gut. Zweimal ernten kann man scheinbar. Vielleicht dreimal hier. Okay, gut. Aber ein bisschen was bleibt zurück. Oder ein bisschen was lassen wir zurück. Als ökobewusster Mensch. Waldelf natürlich. Waldelf, pardon. Aha. Hi. How you doing? Bam. Smash to the face. It did good. Did darn good. Finde das richtige Skelett. Ich glaube, die war es hier noch. So. Ein weiteres Skelett in einer Truhe. Sponsert mir doch bitte mal ein Pferd, Freunde. Na. Okay. Physisch unmöglich, aber... Pitch please, okay. So. Ging's hier unten irgendwo hin? Nee, ne? War ja bloß die kleine Lootstation. Ich habe jetzt trotzdem noch nicht raus, wie man sprintet. Werde ich in der nächsten Aufnahmepause auf jeden Fall mal nachschauen müssen. Schimmerpilz, Schimmerpilz. Ich sammle die Schimmerpilz. Es ist wieder stark mit Angriffen zu rechnen, denke ich hier. Schwill doch nur in die Urnen, Gugge. Oh. Salver dran, der kleine Heiligen. Wo sind sie doch? Die böse Dagels. This one is putting up quite a fight. Oh shit. So. Das war nicht schlecht, Alter. Der hat ein bisschen Liebe gehabt. Oder ich hab's auf jeden Fall ziemlich verkackt. I don't know. Fuck. Me right. Oh shit. Why am I so bad? Ich hab's nicht so mit den Außengebieten, glaube ich. Ich bin erst so der Innenminister.
Wow, das war eben nochmal ein ordentlicher Fight, ey. Okay. Und hier geht's in das Allerheiligste des Ödstürts, Hügelgrabes. Machen wir uns bereit für einige Fights. Tücher. Ich höre hier schon. Okay. Sing, 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 sing. Verdammt, ich bin genau mit reingelaufen. Egal. Erstmal den einen verkloppen, ohne dass irgendwas überhaupt geht. Der nächste. Smash. Okay. Verdammt. Bin doch so gut gesprungen. Ja, wenn das so ist, dann RIP, oder? What are spells good for, huh? Der Selbstheilungself. Sehr geil. Und gekrittet. Your face. Sehr schön. Mir gefällt das Fight-System. Gefällt mir sehr. Okay, sehen wir uns ein bisschen um. Vielleicht finden wir irgendwas von Wert. Oder Interesse. Ostresi, ja. Why the fuck not? Isn't Stout. Denn als Waldelf habe ich ja schließlich nicht so viel. Hier wird irgendwas muy grande ausgebrütet. Würde ich einfach mal so behaupten. Boah, heute ist echt irgendwie ein bisschen schlimm mit der Stimme. Weiß ich auch nicht, ey. Ziemlich brutal. Okay. Ich trinke mal noch einen Schluck. Muss ich kurz zwischendrin mal tun. Sorry, brutal heute. Echt. Schauen wir mal, wo uns der Weg hinführt. Durch eine Eisentür. Sieht doch sehr spannend aus, ja. Ok. Wir müssen jetzt also die richtige Combo finden. So war es eben. No chance. Kann ich vielleicht irgendwas untersuchen? Bücher. Da. Goldene Glaube sitzt, dann liegt die Lösung in der Hand.
Okay. Moment. Ich habe doch diese Klaue. Da. Moment, halt, stopp. Ich glaube, ich sehe es schon. Elefant, Fliege. Ich glaube, das ist eine Eule, okay. Elefant. Fliege. Die Eule. This one right here. Und passant. Warum bekomme ich keine P für dieses wunderbare Rätsel lösen? Ich fand das jetzt gerade ehrlich. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber egal. Auf geht's. Wer will jetzt immer noch auf die Fresse? Ich weiß es doch, da will doch einer was. Schmerkt es doch. Schaps im Urin. Was strippst du gleich? Na? Irgendwie habe ich es nicht so drauf, mich mit bis an der Wand festzubaggen. Das ist doch mal ein riesiges Grabmal. Wow. Was ist das? Na gut, nehmen wir erstmal hier ein bisschen Loot an uns. Gift der Erzürnung. Ja, nicht. Kann man doch alles mal brauchen. Und eine legendäre Truhe. Ring der geringen Veränderung. Also. Stab der Flammen. Gewicht 8. Ich glaube, das Ding nehmen wir mal mit. Kann bestimmt irgendwie rippen. Verzauberung. Was ist das? Wort der Macht gelernt. Bringe die Klaue zu Lucan. I am seriously amazed, ladies and gentlemen. Wort der Macht. Deine Stimme ist ungezügelte Energie und stößt alles und jeden zur Seite, der sich in den Weg stellt. Kann ich aber irgendwie... Ah, ich brauche Rachenseelen dafür. Okay, gut. Okay, gut. I see where this is going. Und, wenn ihr ein Like entbehren könnt, könnt ihr mir den gerne da lassen. Lasst ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Skyrim. Bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss.